Hallo, meine lieben Skatfreunde. Es ist 22:30 Uhr Rocket-Zeit, nicht Rocket, Entschuldigung, 18er Rangliste. Es ist die dritte diesen Monat. Ich habe ja die erste, ich habe bisher noch, ich wollte gerade sagen, ich habe noch kein Spiel verloren in der Rangliste, das ist nicht wahr. Ich habe ja relativ zum Schluss der zweiten Rangliste ein Spiel verloren, aber ich bin auf jeden Fall bisher mit dem Verlauf der Rangliste im Oktober sehr zufrieden. Also zwei Ranglisten gespielt, einmal 400, einmal 900. Und ja, jetzt kommen wir in die dritte Rangliste. 110 Leute sind gemeldet. Ich habe gerade mal geguckt. In der letzten Minute um 22:29 Uhr waren es etwas über 80 gemeldete Teilnehmer. Haben sich über 30 Teilnehmer angemeldet in der letzten Minute. Und ich gucke jetzt mal gerade. Ich bin auf jeden Fall dabei, ne? 22:30 Uhr, 18er Rangliste steht hier ja. Also müsste es gleich losgehen. Ich wundere mich, weil Sabine schon vor einer Minute 20 Sekunden hier den Start freigegeben hat. Und ja, es ist noch nicht viel passiert. Mal schauen, wann ich an einen Tisch komme. Ansonsten, da sind wir am Tisch. Ja, maskierte Rangliste, aber wir können trotzdem nicht wie im Rocket, können wir hier die vorgefertigten Textbausteine auswählen. Und erstes Spiel gleich mal hier einen Nullansatz. 18, Drei Farben gut. ja, Vierte Farbe, 20, ja, 22, zumindest eine ja, 7 da. 23, ja, passe. Also ich denke mal, Nullreizung ist hier vertretbar. Alles andere wäre schon recht vermessen. Also sprich Null Hand oder Nulle Wehrreizung. Bei Nulle Wehr muss man zwei passende finden. Oder zumindest eine passende. Dann muss das aber die Herz 8 oder 9 sein und dann ist das immer noch nicht sicher. Aber dann kann man Joa. zumindest den Nulle Wehr vertreten mit 7, 9, Dame, Ass. So, es wird hier ein Grand gespielt mit dreien vermutlich. Spieler 3 überlegt jetzt noch ein wenig, was er da reintut. Nee, ja, ich weiß nicht, warum er überlegt hat. Herz Bube muss blank sein, Kreuz Bube muss beim Spieler 2 sein. So, er hat viermal Pik. So, dann hat er noch den Buben. Er hat Kreuz Ass. Kreuz 10 hat ja Spieler 3 schon weggeworfen. Okay. Tja, wir hoffen jetzt mal, dass er die Herz 10 gedrückt hat. Nein, die hat er nicht gedrückt. Eieieiei. Dann, hätten wir nur rauskommen, wenn ich Herz Ass zu dritt behalten hätte, damit ich zwei Herzstiche mache. Passe. 18. So sind wir nicht aus dem Schneider gekommen. Ja, 20. Ja, 22. Ja, 23. So, Ja. na, 24, ja. wir sehen schon, hier wird 27, etwas langsamer ja. gereizt. 30, passe. Herz. So, Herz gespielt. Karo Ass gestochen. Scheint ein Siebentrümpfer zu sein. Ah, vielleicht mit dreimal Kreuz dabei.
Dann sind wir jetzt Schneider. Dann hat er keinen Pik mehr. Ja. Dreimal Kreuz dabei. Tja, ich weiß nicht, was Spieler 3 jetzt noch möchte.18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33, ja. 35, ja. 36, ja. Also Spieler 2 40, möchte alle Spiele machen. 44, ja. 45, ja. 46, ja. 48, passe. Diesmal hat er anscheinend Nulle Wehr gereizt. Also 46 gehalten, Rock. 48 gepasst. Kann aber auch bedeuten, er hat selber auch einen Rang gereizt oder ein Kreuz. Mal schauen. Also ja, ich habe hier nur eine 7, also und einmal 8 und 9, das spricht eigentlich nicht für Nulle Wehr bei Spieler 2. Ach, ich bin Ausspieler, okay. Na, dann kommen wir mal mit Kreuz raus. Er ist kreuzfrei. Aha, okay. Ja, da habe ich natürlich nur Spieler 3 einen Gefallen getan. Die Jungs sind jetzt geklärt. Kreuz ist geklärt. Es kann nichts mehr passieren hier für ihn. Optimal, Herz Ass stand bei mir blank. 18? Pik Ass. Ja. Zwanzig? Ja. Ja, Karo einfach hätte ich hier gereizt, aber mehr dann auch nicht. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. Passe. Passe. Aber bin ich mal gespannt, ob das ein Herzspiel wird. Ohne Zweien. Grand. Nein, ein Grand. Hat aber lange überlegt. Ja, Spieler 2 scheint der langsamste zu sein. Also er hat jetzt schon bei Spiel 4 die wenigste Zeit. So, hier ist interessant, ob man Karo 10 oder Kreuz Ass lädt. Ich hau mal Kreuz Ass rein. Okay, der dritte Bauer liegt also nicht. Also der vierte Bauer liegt nicht bei Spieler 3, wo ich da auch schon überlegt habe. Der könnte da sein. Also eigentlich steht die Karte nicht gut für den Spieler 2, ne? Also, außer dass die Jungs verteilt waren. Ich hau, glaube ich, jetzt die Karo 10 rein. Damit wir aus dem Schneider sind, auch wenn wir jetzt keinen Stich mehr kriegen sollten. Also nachher sind wir auf einmal noch Schneider, weil er jetzt hier da ein Karo gedrückt hat.
Also da sieht man schon wieder, Spieler 2 fehlt die Übersicht. Karo 9 war hoch, die er da gerade abgeworfen hat.18. Passe. Ja, den würde ich bis Pikant reizen. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. Passe. Pik, Hand. So, normalerweise bei einer 27er Reizung müsste hier Karo rauskommen. Ja, das passiert auch. Trümpfe 2-2, also Trümpfe sind raus. 8 Punkte haben sie jetzt. Ja, wenn ein Herz voller liegen sollte, habe ich noch eine leichte Chance, hier Schneider zu spielen. 15 haben sie jetzt. Wenn jetzt nicht Herz Ass 10 kommt, auf einen Stich, dann werden sie wahrscheinlich Schneider. So, der muss jetzt schon einen vollen reinhauen. Damit sie, ja, kommen sie nicht raus. 25 haben sie. Es liegt kein Herz voller im Skat. Wenn ich auf Grand gegangen wäre, hätte ich mich, glaube ich, Passe. bisschen. Ah ja, 18. Pik Ass stand Passe. blank. Dann hätte ich vielleicht doch gewonnen. Pik. 3 bestellte 10. Kommt auch nicht so häufig vor. 14. Kreuz König scheint gedrückt zu sein. Das war ja auch ein ulkiger Stich. Tja, Trumpfstich komplett verschenkt. Der wird auch gestochen. Ja. Also ich glaube, das war unser letzter Stich. Karo Dame noch. Null oder Pik. Also ich reiz nur bis 22, damit ich den Pik noch spielen kann. 18. Passe. 20. Ja. 22. Pikant Ja. geht. Passe. Pikant geht nicht mit zwei schlechten und mit der blanken 10 und in drei Farben, was also fehlt dabei. Das ist nicht möglich, hier den Pikant zu spielen. Grand. So, Herz kommt raus. Scheint er keinen Ass zu haben. Ja, Pik Ass muss ja blank stehen. Schade, dass hier jetzt ein Kreuz rausgeflogen ist. Was? Der sticht meinen Stich? Dass er den Buben hat, Passe. also Pik Ass blank, Achtzehn. beziehungsweise ja, Pik Ass hätten wir kriegen können. Passe. Hätte ich mal Pik 10 ausspielen sollen, vielleicht hätte er dann gestochen. Aber woher soll ich denn wissen, dass Spieler 2 den Buben hat? War jetzt nicht wirklich zu erkennen. Peak.
Ich habe erst ein Spiel, ne? Ja. Peak einfach Hans Schneider. Ja, Spieler 3 will auch nicht ausspielen. Ein Trumpfstich mache ich. Kreuz Ass. Nimmt er gleich raus. Könnte blank gewesen sein. Fünfzehn. Zweiundzwanzig. Oh. Zwei Herzen gedrückt. Und er sticht nicht über und verschenkt den Trumpfstich. War schon wieder sehr merkwürdig. Passe. 18. Passe. Also wenn ich keinen sicheren Trumpfstich habe und habe nur noch einen Trumpf, dann und ich habe die Möglichkeit, den Trumpf zu verstechen, dann versteche ich den. Also auch um die Trümpfe eventuell zu trennen, falls mein Partner den letzten Trumpfstich macht, dann kann ich dann auf Trumpf vielleicht laden, dann ist es doppelt gut. Also verstehe ich wieder nicht. Also einmal hat Spieler 2 nicht gestochen, wo er keinen Trumpfstich mehr macht. Einmal hat Spieler 3 das gemacht, einmal hat Spieler 2 einen Trumpfunterstich gelassen, obwohl er Übernahme hat und hat dann gar keinen Stich gemacht. Also das sind schon merkwürdige Züge. Hat er hier mit dreien? Karo geschnitten. Scheint ein Sechstrümpfer zu sein. Vielleicht Karo Ass zu dritt. Kreuz blank wäre eine mögliche Verteilung. Ja, das sieht stark danach aus. Zwei Pik noch gedrückt. Ja, und ich stehe weiterhin bei meinem einen Passe, Spiel. passe. Wir sind jetzt schon über Halbzeit drüber. 18. Das einzig Positive bisher ist, dass ich noch kein Spiel verloren habe. Aber ich habe ja auch erst eins gemacht. Karten schlecht. Es wird schlecht Blanc. gespielt im Gegenspiel. Passe. Boah, sind das miese Karten. Passe. Das sind wirklich 18. miese Karten. Grand. Da könnte die 10 jetzt mit Abstich kommen. Nee, er hat Ass 10 blank gehabt. Habe ich ihm schon einen Punkt zu viel gegeben? 15. Der wird nicht zwei Kreuz gedrückt haben. Ey, da kommt eine Lusche rein. Oh Mann, ey. Das ist ja wirklich.
Mann, sind das Scheißkarten. 18. Passe. Passe. Boah, ein einziges Spiel bisher. Grand. Ja, beim Grand kommen wir natürlich mit Ass 10 raus. Oh. Hat mit Pik Bube gestochen. Jetzt wirft der Kreuz König ab. Also Kreuz Ass wird blank sein. Vielleicht gibt es noch ein. Ne, es gibt keinen Karo-Stich mehr. Hat der mit Karo Ass geschnitten? Sind wir dadurch Schneider geblieben? So, das Passe. könnte mein Spiel 18. werden. Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. 35. Ja. 36. Ja. 40. Ja. 44. Ja. 45. Ja. 46. Ja. 48. Passe. Grand. Tja, hier ist wahrscheinlich eine nulle Wehrreizung. Jetzt werde ich nicht mehr verlieren können. Achtzehn, passe, passe. Kreuz. Ja, das Spiel ist nicht so toll. Würde mir jetzt Pik-Eröffnung wünschen. Am besten Pik Ass. Karo Ass ist nicht gut. Oh, Karo 2-2 ist okay. Ach, nee. 14, 27 habe ich jetzt. Das ist gut, dass ich jetzt in Hinterhand bin. Ein Pik vollen brauche ich.
So, wie war das? Der hat gestochen. Ja. Das reicht zum Gewinnen. Oh, und jetzt kriege ich auch mal eine gute Karte. Aber Grand Hand ist es nicht. Ich muss die Herz 10 drücken. 18? Ja. Passe. Passe. Grand. Ja, da muss der Pik-König zu dritt stehen. Ich würde mal mit Karo-König anfangen. Noch bisher noch kein Pik weggefallen. So, das sind 22. Ja. Mal gucken. Spielen wir mal unter. Ja, 29. Schneider. Krank mit 3 in Spiel 4, Schneider 5. Das sind 170 Punkte, die wir dazu bekommen haben. 436. Wer hätte das gedacht, ey, dass die Karte sich nochmal so Passe. dreht? 18. Passe. Auch hier nicht unzufrieden mit dem Skat. Der sechste Trumpf. Herz. 10 Augen gedrückt, 6 Trumpf für 2 Asse ist auf jeden Fall eine solide Karte. Pik kommt raus, das ist natürlich nicht so prickelnd. 14, 24 habe ich. Oh, er sticht mit Trumpf Ass. Das ist natürlich nicht schlecht. 24, 28, 39. Das heißt, es sind nur noch zwei Trümpfe da. Ja, das heißt, er kann jetzt noch zweimal was reinbuttern. 41. Mal gucken, ob er noch so viel Volle hat. Naja, ich glaube, ich kann nicht mehr gewinnen. 60 oder so. Oder noch mehr. Ich weiß es nicht. Oder ich habe mich einfach verzählt. Nee, ich habe mich verzählt. Das ist ja nochmal, ich glaube, ich habe irgendwie mal meine Punkte, mal die Punkte des 18? Gegners, der Gegner gezählt. Ja. 20? Ich glaube, Ja. ich weiß nicht, ob ich den weiterreizen soll. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja, Aber jetzt gehen wir passe. raus. Passe. Kreuz. Na, hat er den Herzbuben auch noch? Ja, mit rein. Da kann ich eigentlich froh sein, dass ich da nicht rangekommen bin. Herz hat er hier wahrscheinlich blank abgeworfen. Da wäre ich ganz schön gegengerasselt, wenn ich da rangekommen wäre. Vielleicht noch ein Pikstich. Also ich glaube, Herz hat er wahrscheinlich beide gedrückt. Nee, hat er nicht. Nur den König. 64. Zwei Karos lagen drin. Ja, da kann ich froh sein, nicht rangekommen zu sein. Da hat er Fünfe gegen gehabt. Passe. In Herz. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja.
Passe. Er wollte ein Karo spielen. Oh, Karo. Ass liegt im Skat. Pik. Oh, ich glaube, wir fangen einmal von oben an und dann oben unten. Ja, einen vollen wollte ich sehen. 14, 34. Das gibt's ja gar nicht. Wie kann man so spielen? Das gibt's ja überhaupt nicht. Unvorstellbar. Wie kann man denn da die 10 ausspielen, wenn Ass König fehlt? Unglaublich. Unvorstellbar. Da spielt er die 10 an. Hätte ich doch zweimal von oben spielen sollen. Verliere ich das Spiel. Wenn ich zweimal von oben spiele, kann er die 10 nicht stechen. Ey, unglaublich, ey. Kein Mensch spielt da die 10 aus, wenn noch Ass König fehlt. Und ist es der, ich meine, vor allen Dingen, es waren ja auch schon 6 Trümpfe raus. Das ist unglaublich. Ja, da sieht man mal wieder, was für unglaubliche Züge ja, so ein Spiel zum Fallen bringen. Da kommt ja kein Mensch auf die Idee, dass da Karo 10 auf den Tisch kommt. Und ich freue mich noch, dass ich Karo Ass gefunden habe und das wird mir dann abgestochen. Ja, so ist das halt. Okay, das war's dann von mir. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.